Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir sind mittlerweile im Part 7 angelangt. Und wir haben oben den Türmechanismus. Wieso der mich immer wieder kriegt, ne? Ich verstehe es nicht. Den Türmechanismus freigestellt. Oder freigelegt. Betätigt. Wir werden dann auch direkt danach nochmal speichern. Können wir gerade gar nicht, sehe ich. So, wir werden dieses Wesen vielleicht nach unten locken. Komm her. Ach, jetzt ist er wieder neu, ne? Ist er wieder da? Er ist wieder da. Jo. Ach, das kennen wir ja schon. Ja, super. Ach herrje, ich will mal fast behaupten, dass wir da nicht drauf dürfen. Da werden wir dann wohl die nächste Fähigkeit benötigen. Aber auch hier mit den ganzen Partikeln in der Luft, das sieht so wunderschön aus. Das war schon wieder schweineknapp. Ich kann nicht speichern. Nein! Okay, hier sind wir aber einigermaßen in Sicherheit. Hier ist wieder ein Geisterportal, was wir auch direkt nutzen werden. Spiel ist gespeichert. Was mich allerdings noch interessieren würde, ist, können wir hier zu anderen Geisterportalen reisen? Ich glaube fast nicht. Und ich glaube auch, hier geht es gar nicht weiter. Ich glaube, wir müssen uns hier unten dahin bewegen. Hier. Ja, mit dem Doppelsprung kommen wir dort hoch. So sieht es zumindest aus. Ich würde ja mal eins interessieren. Nee, das bringt nichts. Spiel ist ja zum Glück gespeichert. Obwohl, kann man sich denn hier nicht porten? Ich meine, was für eine Funktion haben die denn? Nee, das wollen wir ja nicht. Einfach nur ein Speicherpunkt? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Gibt es hier nicht eine Schnellreisefunktion? Moment mal eben kurz. Hilfe und Optionen. Steuerung. Steuerungsstil. Nö. Pausenmenü. Nö, stampfen. Nee. Einstellungen. Nee. Also anscheinend können wir da wirklich nur dran speichern, obwohl ich mir eine Schnellreisefunktion gewünscht hätte. Wahrscheinlich gibt es die sogar. Und ich habe die einfach nur übersehen. Ach Mensch. Ach, komm. Also das sind nicht gerade meine Lieblingsgegner, möchte ich sagen. Da unten kommen wir, denke ich mal, auch noch nicht hin. Aber... wir können den hier ganz gut ausweichen. Wir werden jetzt auch nochmal erneut hier unten speichern. Okay,
also quasi hier ganz runter. Dennoch. So, hier, nimm dies, elende Spinne. Ha! Vielleicht kommt man hier ja nur von der anderen Seite aus hin. So funktioniert das nicht, was ich wollte. Dennoch können wir uns vielleicht von dieser Seite aus mal hier unten umschauen. Was aber gerade nicht funktioniert. Hoffentlich ist die Spinne wieder da. Nein, sie ist nicht wieder da. Sowas habe ich gedacht, aber trotzdem kommen wir da noch nicht rüber. Da bräuchten wir, denke ich, mal die andere Spinne wieder für. Naja, gut. Oh. Okay, da haben wir die andere Spinne wieder. Da kommen wir auch nicht höher. Okay, hier brauchen wir 5 Energiezellen, voll aufgeladen zumindest. Wir können ja einmal speichern und versuchen, hier drüben noch irgendwo hinzukommen. Das sieht ja auch gar nicht so verkehrt aus. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Wunderbar.
da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite aus rein. So, aber wir haben nur 3 zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und von alleine laden die sich, glaube ich, nicht auf. Dann müssen wir diese Energiezellen nochmal aufladen und zurückkommen, weil ich gerne haben möchte, was dahinter liegt. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, Erfahrungspunkte nicht liegen lassen. Und weiter geht's. Wunderbar. Und was haben wir jetzt? Du hast eine Fähigkeitenzelle gefunden. Ach, das ist nicht schlecht. Obwohl ich glaube, dass man sich die lieber für den Schluss aufheben sollte. Naja, aber egal. Wir werden die jetzt auf jeden Fall schon mitnehmen. Ne? Ich meine, den Sinn dahinter, den versteht ihr mit Sicherheit. Oh, 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 stopp. Ach nee, den haben wir ja schon betätigt. Okay, das funktioniert auch schon mal nicht. Aber das funktioniert schon mal. Okay. So, jetzt sind wir auch da angelangt, wo wir hinwollen. Hier werden wir nochmal speichern. Und danach unsere Reise fortsetzen. Tal des Windes. Eine Fähigkeitenzelle. Schon wieder. Okay. Wir können ja an dieser Stelle mal eben kurz gucken, ob wir wieder etwas ausskillen können. Das wäre das Ultrastampfer. Vergrößert den Radius und verursacht Schaden beim Stampfen. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte ganz gerne den Baum hier entlang gehen erstmal, weil ich den mit am wichtigsten erachte. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Gerade gegen diese komischen Vögel und schon wieder ein neuer Gegnerarchetyp. Das ist echt... Das lässt sich sowas von sehen, das ist so schön. Diese Mini-Eulen. Ähneln der Großen aber doch schon ziemlich. So, zack. Und wir schauen uns hier erstmal um, wie weit das nach links geht. Und nach oben und unten werden wir uns... Naja, jetzt müssen wir doch schon nach oben. Ich wollte gerade sagen, etwas später umschauen. Gerade erst das Gefühl, dass wir hier schon mal gewesen sind. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so verkehrt aus. Oh, nein! Oh nein! Da war ich ein bisschen unvorsichtig. Und das Ganze nochmal. Hier ist der letzte Punkt zum Speichern. Nee, das geht nicht. Ha!
Okay. Aber hier können wir wieder speichern. Mir kommt das vor, als würden wir hier schon wieder das Dach der Welt erklimmen. Also es ist wirklich nicht leicht. Also es tut mir auch leid, falls ich ein bisschen oft sterbe, für einige. Aber ihr seht das selber, also ich versuche schon mein Bestes. Und wenn mein Bestes nicht gut genug ist, dann kann ich daran eben auch nichts ändern. Aber trotzdem. Garstigen Vögel. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie wir da drüben reinkommen, weil den Stampfer können wir dort, glaube ich, nicht verwenden. Aber, ich hoffe, der Vogel ist wieder da. Nein, ist er natürlich nicht. Jetzt vielleicht? Ne. Schade. Ich glaube, wir hätten den da mit unserer Stoßattacke reinfeuern können. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Ach, herrje. Ja, da hat Koro ganz schön was auf den Schädel bekommen. Nett, nett. Ori geht's hoffentlich gut. Okay, ist irgendwas mit der Feder? Können wir die benutzen? Du hast Kuros Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du Space und anschließend Shift drücken. Kuros Feder ermöglicht es Ori frei umher. Oder auf der Luftströmung zu gleiten. Ach, herrje. Ich habe ja gesagt, das wird noch richtig, richtig happig. Da haben wir uns gerade hochgekämpft. Da sind wir noch nicht gewesen. Habe ich wohl verpasst. Und da auch noch nicht. Aber das kann man auch später machen. Wir gehen jetzt erstmal gucken. Und schauen, wie es hier weitergeht. Ach, du ahnst es nicht. Der Dunst des Nebelforsts war für alle eine trügerische Falle. Wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Aber nicht unser Ori. Ach. Ui. Oh, auch wie schön das hier mit dem Licht vorne aussieht. Seht ihr das? Dieses Wabern. Ach, herrje. Es hat ja fast leicht psychedelischen Charakter. Ach, herrje, das ist so ein lebendiger Wald, ja? Ach, komm.
Ich würde ja gerne mal hier unten gucken, ne? Ach hey, die sind aber ganz schön stark. Ich glaube, das lassen wir vielleicht erstmal. Aber das ist ja mal eine coole neue Fähigkeit. Die gefällt mir. Okay, also ich glaube fast, die Kugeln hier zurückzuschleudern, ist eine der besten Möglichkeiten, die Viecher zu killen. Ui. Das sieht ja genial aus hier. Die verhüllte Laterne. Dieser geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Hm. Okay. Ach so, das wird hier ständig dunkel bleiben. Also ich habe irgendwie zwischendurch das Gefühl, dass wir hier noch gar nicht sein sollten. Ui. Ich glaube fast nicht, dass das richtig ist, was ich hier mache. Wir haben einen Schlüsselstein. Einen zumindest schon mal. Oh. Okay. Hat sich das jetzt hier gerade ver... Ja, ne? Das habe ich mir ja nicht eingebildet.
hier ist noch einer. Ach, herrje. Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Dann doch recht einfach. Ist nur die Frage, in welche Richtung wir jetzt laufen müssen. Wir doch hier weiter müssen? Ne, da geht's ja nicht weiter. Also müssen wir doch in diese Richtung. Ne, ich will nur speichern. Genau, dankeschön. So, ein bisschen schauen wir uns hier noch um. Oh, was haben wir da? Ach so. Atsus Fackel. Hier gingen sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Sieht sehr interessant aus. Wohlan denn. So werden wir tun. Ist nur die Frage, wie wir da überhaupt hinkommen. Ich glaube, fast mit roher Gewalt kommen wir hier nicht so wirklich weiter. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Und hier hat sich schon wieder, auch schon wieder alles verändert, ne? Oder täuscht mich das? Ja. Das ist ja was. Okay. Nein! Ach, wer soll... Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich bekomme ja nicht mal die Möglichkeit. Das nix. Das ist ja all komisch. Also zurück komme ich da auch nicht mehr. Das heißt, ich muss wirklich warten, bis da einer schießt. Aber irgendwie... hat man natürlich auch nicht, ne? Ich glaube irgendwie nicht, dass das die richtige Richtung ist. Gar nicht so einfach. Hier kommen wir aber auch nicht... Moment mal. Ne, da kommen wir auch nicht rein. Ach, Mensch, ich habe ja völlig vergessen, dass wir fliegen können. Beziehungsweise segeln. Okay. Ihr müsst nur... Also die Viecher schießen so schnell. Die muss man erstmal treffen. Beziehungsweise nicht getroffen werden. Jetzt habe ich mich gerade selber getötet. Oh.
Ach komm. Ach Mensch. Also das mit dem zwischendurch fallen lassen ist schon gar nicht mal so einfach. Ich sehe gerade, wir sind aber jetzt direkt bei einer halben Stunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Gucken. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, seht ihr hier bei Let's Play Orient the Blind Forest. Einen schönen Tag noch. Tschüss.